ein Küsschen für euch und ein leckeres Dessert für uns. Aber damit ihr auch in den Genuss kommt, dieses leckere Küsschen-Dessert nachzumachen, zeige ich euch natürlich, wie das geht. Die Hauptzutat für dieses Dessert sind natürlich Schokoküsschen. Ich habe hier eine ganze Packung, also 9 Stück. Und ich habe hier noch ein paar kleine zur Dekoration. Das muss aber nicht sein, weil man die Waffeln auch wunderbar benutzen kann. Und ich habe dieses Dessert im September 2012 das erste Mal gemacht und seitdem steht das hier immer hoch im Kurs. Zum einen, weil es sehr lecker ist und für mich super schnell zubereitet. Und für die Creme brauche ich neben den Schokoküsschen 250 Gramm Quark. Und zwar habe ich hier 20%igen Quark, 120 Gramm Joghurt, 3,5% und die kommen natürlich da rein, die Schokoküsschen in die Creme. Und dann brauche ich Nektarinen. Also ich mache das jetzt mit Nektarinen, ihr könnt aber auch gerne Pfirsiche nehmen. Oder Aprikosen zum Beispiel. Die werde ich als erstes entkernen und in kleine Würfel schneiden. Und dann lege ich die ein in Zitronensirup. Die kann man wunderbar mit Zitronenlikör machen. Das ist auch total lecker. Aber wenn ihr Kinder dabei habt, dann lieber mit dem Zitronensirup, ein bisschen Puderzucker und den Saft von einer Limette. Und den Sirup, diesen Zitronensirup, den kann man sich wunderbar selber machen, aus dem Saft von 2 Zitronen und 4 Esslöffel Zucker. Die lasst ihr richtig schön einkochen, bis ihr einen Sirup habt und habt dann einen richtig tollen Sirup, den man auch für andere Sachen wunderbar benutzen kann. Und als erstes schneide ich mir jetzt die Nektarinen klein. So, meine Nektarinen sind in kleine Stücke geschnitten und ich habe mir noch 4 Spalten zur Seite gelegt für die Deko. Soll ja auch alles schön aussehen. Und jetzt gebe ich mir den Saft von der Limette mit hier rein. Ihr könnt ja auch eine Zitrone nehmen, aber ich mag den Geschmack der Limette ganz gerne hier drin. Finde ich ganz schön. So. Und hierzu, das ist so eine kleine süße Marinade, würde ich jetzt sagen, kommt noch ein Teelöffel oder 2 von dem Sirup dazu und 1 Esslöffel Puderzucker, das nicht ganz so süß ist. Das verrühre ich mir jetzt richtig schön. So. Und dazu kommen jetzt die Nektarinen und dann werden die da so ein bisschen eingelegt und in der Zeit kann ich dann ja schon anfangen, die Creme fertig zu machen. Das ist total einfach gemacht. Das ist auch richtig schön für den Sommer, wenn er das richtig schön kühl stellt, da war es richtig lecker aus. Und jetzt werden die hier schön umgerührt und können hier in Ruhe marinieren. So, dann nehme ich mir eine Schüssel und da kommt jetzt mein Quark rein, wenn ich noch einen Löffel habe. So, also die 250 Gramm Quark. Mit dem Joghurt. Und hier kommt auch kein Zucker mehr rein, weil die Mohnköpfe da ja reinkommen. Da brauchen wir keinen Zucker mehr. So, und das ist richtig schön, weil es nachher süßlich ist und dann diese Säure von dem eingelegten Nektarinen. Und jetzt kommen die Schokoküsschen dazu. Und zwar nimmt er da aber die Waffel ab. Die kommt nachher extra darunter. Die wird nämlich noch klein geschnitten. Und die kommen jetzt alle hier rein und werden da richtig schön untergerührt. Meine Dessertcreme ist ja jetzt schon verrührt und jetzt habe ich ja hier noch die Waffeln, also die Unterteile von den Küsschen und die habe ich mir jetzt auch schon in kleine Stücke geschnitten und 2 habe ich mir zur Seite gelegt für die Deko. Also ihr könnt da wunderbar nehmen dann für die Dekoration und die kommen jetzt noch mit unter die Creme. So hat man dann alles aufgebraucht und das schmeckt richtig lecker und die werden jetzt einfach nochmal untergerührt. Und dann kann man schon anrichten. Also die paar Minuten des Einlegen für die Nektarinen reicht völlig aus. Jetzt muss ich mir einmal meine, mache ich direkt das Glas dreckig. Und jetzt fangt ihr einfach an, nehmt euch schöne Gläser und fangt an, die einfach zu schichten. Immer mit den Früchten, mit der Creme, bisschen vorsichtig, damit man nicht matscht. Die Ränder sollen ja auch sauber bleiben.
Dann nochmal auf der einen Seite. Das ist richtig lecker. Also diese Süße jetzt durch die Küsschen und dann die etwas säuerlichen Nektarinen. So lecker. Und jetzt könnt ihr das richtig schön verzieren, garnieren, wie ihr gerne möchtet. Mit der Scheibe von der Nektarine, mit Minzblättchen oder eben mit den kleinen Schokoküsschen. Die kann man auch wunderbar damit reinsetzen. Ich mache das jetzt einfach mal. Und da freuen sich natürlich die Kinder richtig drauf auf so ein leckeres Dessert. Wo ich dann gerade mal hier bei euch bin, möchte ich mich nochmal bedanken für die ganzen tollen Bilder, die ihr mir auf Facebook schickt. Danke dafür. Ich hoffe, das werden noch mehr. Ich freue mich da immer wirklich riesig drüber. Ich hoffe, dieses Dessert hat euch gefallen. Ihr macht das mal nach. Bis dahin, eure Bea. Kann ich ja noch eins fertig machen?